Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Barbecue mit Heiko. Ich wurde nominiert für die Challenge Kochsünde trifft Lieblingsgericht. Diese Challenge hat der Grillkanal Gartenarche bzw. der YouTube-Kanal Gartenarche ins Leben gerufen. Ich wurde nominiert von Triple Oak und das hier heute ist mein Beitrag zur Challenge. Bleibt dran! Wie ihr seht, es ist ein Pfannengericht. Geben wir erstmal etwas Öl in die Pfanne und heizen die auf. Wenn das Öl heiß ist, da sehen wir uns dann wieder. So, die Temperatur können wir ganz leicht feststellen, einen Holzlöffel rein. Und wenn der so kleine Blasen wirft, ich hoffe man kann das sehen, ja, dann ist das Öl heiß genug und wir sind bereit für die erste Zutat. Schupfnudeln. Die braten wir uns jetzt erstmal an. Manchmal hängen die noch ein bisschen zusammen. Trotzdem ich sie vorher der Packung gequetscht und gedrückt habe, machen wir sie einfach jetzt auseinander in der Pfanne. Dann drehen wir etwas runter auf halbe Temperatur. Immer wieder wenden, dass wir überall angebraten sind. Langsam sehen sie gut aus. So sind sie gut. Jetzt kommt unsere, oder meine, zweite Zutat. Ein Päckchen Buttergemüse. Das kommt jetzt auch hier rein. Guck mal, dass die Butter irgendwie nach unten kommt, dann schmilzt sie schneller. Und das wird jetzt einfach auch angebraten, angebrutzelt, aufgetaut, wie man will. Ja, langsam schmilzt die Butter. Das Gemüse muss natürlich auch noch weich werden. Ist ja TK-Ware.
So, und jetzt können wir auch schon zu unserer dritten Zutat kommen. Ein Kräuterschmelzkäse. Der kommt jetzt auch noch hier rein. Und wie der Name sagt, Schmelzkäse, der muss jetzt auch noch schmelzen. Ja, das Gemüse bekommt langsam auch ein bisschen Farbe. Das heißt, wir sind am Ziel angelangt. Gemüse ist weich, die Schupfnudeln sind angebräunt, der Käse ist geschmolzen. Jetzt richte ich an und dann hole ich euch wieder dazu. So, ging recht schnell, da bin ich wieder. Ich zeige euch das mal gerade. Die Lichtverhältnisse etwas schlecht, ich hoffe man kann es erkennen. Alles schön angebrutzelt, angebraten. Ich probiere es jetzt mal. Schupfnudeln sind schon mal gut. Das Gemüse. Wunderbar. Ganz einfache, leckere Sauerei, die mache ich gerne. So. Wen nominiere ich denn dafür? Ich habe da was vorbereitet. Als ersten nominiere ich den Ronald von Barbecue Westerwald. Ja, da war ich auch schon mal gewesen auf einem Burger Battle, hat er ein Video gemacht mit mir zusammen als Burger-Vergleich. Und den zweiten Kanal, ich weiß gar nicht, ob den jemand kennt. Also ich finde, der macht gute Sachen. Den kenne ich von GMF. Und zwar ist es der René, der Feuerplattenrocker von R&K Barbecue. Da müsst ihr unbedingt reinschalten. Beide Kanäle abonnieren, wenn es ja nicht geschehen ist. Bei mir natürlich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, netten Kommentar unten rein. Und
Bis dann, euer Heiko von Barbecue mit Heiko. Tschüss!